Morgenstund hat Gold im Mund, sagt man ja gemeinhin. Deswegen habe ich mich heute ganz früh aufgemacht, das Spiel wieder mal anzuschmeißen. Es ist Samstagmorgen und habe mir einen Kaffee gemacht und ich bin jetzt quasi bereit für die Rache an Itza. Wobei die noch nicht gleich kommt, sondern erst in ein paar Runden, wenn unsere Truppen hier nach Süden gelangen und wenn wir hier unsere Truppen irgendwie aus der Reichweite seiner Truppen bekommen. Und um das kümmern wir uns gleich mal. Wir können ja mal schauen, vielleicht haben wir noch irgendeinen Bonus, der uns hilft, ein bisschen schneller wegzukommen. Wir haben ja Marschiere schon ausgewählt, das heißt, wir können uns schon weiter bewegen. Alles andere macht aktuell keinen Sinn. Das war schon eine ordentliche Schmach, die wir in der letzten Folge erhalten haben. Aber hey, das gehört zum Spiel dazu. Das gehört einfach zu Total War dazu. Man muss auch mal wieder einstecken können. Wenn du jedes Mal das Spiel beendest, wenn du mal verlierst, dann macht es ja auch irgendwie keinen Spaß. Ne? Du musst dich ja wieder aus der Asche erheben und dementsprechend dann ordentlich Rache nehmen. So, ich muss mal kurz entscheiden, was wir hier wählen. Wir wählen mal Pfeile von Akshi, weil hier vorne nicht wirklich Sachen gut sind aktuell. Ne? Das sind alles... Ja, wir könnten vielleicht hier Geschossschaden für die Armbrustschützen, dass wir, wie viel haben wir denn hier drin? Wir haben aktuell 1, 2, 3, 3 Armbrustschützen und ein Bogenschütz. Ach komm, dann machen wir es so. Eigentlich wollte ich hier oben jetzt unseren Conroy verstärken. Aber dann machen wir es so, dann machen wir Pistolierkorps und erhalten ein bisschen mehr Geschossschaden für unsere Fernkämpfer. Und dann bauen wir das hier weiter aus. So, leider sind hier unsere anderen Heldeneinheiten. Yes. Natürlich jetzt nicht mehr hier, weil die aktuell verwundet worden sind von einem Itza-ischen Helden. Ich glaube, das war der hier unten. Na gut. Jetzt pass auf, wir marschieren. Ich könnte jetzt einfach hier runter marschieren, oder? Ich könnte bis hierher marschieren. Sind das unsere Freunde hier? Clansbittel sind nicht unsere Freunde, aber wir können ja mal schauen, ob diese Skaven vielleicht auch gut auf uns zu sprechen sind. Gar nicht mal so schlecht, guckt euch an und wir könnten vielleicht sogar handeln. Nee, wollen sie noch nicht. Aber vielleicht in einer der nächsten Runden, ich fasse es ja nicht, dass wir hier echt die Skaven irgendwie als beste Freunde bekommen. Während die Menschen und anderen Völker hier sich alle gegen uns stellen. Also, wir marschieren. Er muss auf alle Fälle, wenn er uns nach will, ich würde mal jetzt hier runterlaufen, einfach zur Sicherheit, damit wir außerhalb seiner Reichweite sind. Und dann marschieren wir irgendwie hier außen herum wieder hoch und treffen dann hoffentlich in 2 Runden hier oben wieder mit unseren anderen Helden zusammen. Und dann werden wir die Einheiten zusammenlegen, soweit möglich. Hier ist ja nur die Hälfte drin. So, wir können euch mal schön bewegen. Jetzt pass mal auf, wir bringen euch mal hier runter. Eigentlich können wir schon richtig runterlaufen, weil wir jetzt sowieso verstärken. Ready, Sigma compels us. So, und in einer Runde ist Gott sei Dank hier endlich der Bonus weg. Was ist mit dir los? Wieso läufst du nicht weiter? Bleib da einfach mal stehen. Widersetzt sich dem Befehl des befehlshabenden Offiziers hier im Spiel. Na gut, wir haben ein bisschen Bonus und haben etwas Geld. Wir könnten... Sieht es denn ordnungsmäßig? Müssten wir hier wieder investieren? Ja, wir gehen mal hier in die Taverne. Schaltet Heldenrekrutierung frei für Hexenjäger. Öffentliche Ordnung plus 6. Ja, wir machen das, auch wenn es sehr schmerzend und teuer ist. Aber wir müssen hier aus dieser Misere raus. Hier oben minus 3, komischerweise. Ah, wir haben immer noch ein Ereignis. Und zwar noch 3 Runden. Und dann sollte das erledigt sein. Okay, die 3000 hebe ich mir noch auf. Die will ich erst auf den Kopf hauen, wenn wir hier siegreich sind. So, Siedlungsverbesserung. Moment, Rebellion steht bevor. Habe ich hier was verpasst? Oh, das war hier oben in Xlan Huapek. Habe ich ja schon gesagt, Xlan Huapek werden wir verlieren. Aber ich kann mich jetzt um die auch nicht noch kümmern. Ist zwar schade, weil es ein gutes Zentrum ist. Aber ich glaube, wir haben hier noch gar nichts gebaut oder so. Deswegen haben wir hier nicht großartig Verlust oder so. Wir müssen uns das halt dann wiederholen, wenn wir Richtung Vampirreich gehen.
Aber wichtig ist erstmal, dass wir uns hier auf Itza konzentrieren, damit der relativ wenig Zeit hat, um seine Truppen aufzubauen. Mal gucken, was er macht. Er läuft mit seiner Heldeneinheit zurück. Okay. Er läuft nicht runter. Kommen jetzt die Skaven, die hochlaufen? Hätte ich ehrlich gesagt jetzt auch gar nichts dagegen, wenn die Skaven uns ein bisschen mithelfen würden. Oh. Die Vampire bekommen Besuch von den Skaven. Und er hat keinerlei Armee hier drin. Dreht er nochmal um. Er kommt wieder runter. Wo fährst du denn jetzt hin? Jetzt fährt er hier hin. Eigentlich sollte er doch zum Strand fahren, um hier seine Truppen auszuladen. Na gut. Jeder so, wie er will. Vielleicht steckt da ein größerer Sinn dahinter. Kann ja durchaus sein. Wer kommt denn hier? Oh Mann, das kann ja nicht sein. Die jetzt wieder eine Kriegserklärung. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wir haben vor 3-4 Runden erst Frieden gemacht. Du hast mir 1000 Gold geschenkt für den Friedensvertrag. Und jetzt erklärt er mir wieder... den Krieg. Ich fasse es nicht. Was ist denn los mit der Fraktion hier? So, eine Rebellion hier oben. Ja, wir können da jetzt nichts machen. Die Intrige der Pestilenz wurde ausgeführt. Das ist fantastisch, denke ich mal, für die Skaven. Dann geplündert wird hier oben. Und unser Hertwig ist wieder bereit. Und wir haben Laura entdeckt. Und die Feindseligkeit ist jetzt wieder bei 0. Sehr schön. Also wir haben jetzt hier das, wie viel an Garnison ist hier drinnen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Das heißt, wir könnten sogar, wenn er uns angreift, wahrscheinlich uns erwehren, wenn wir etwas klug vorgehen. So, erster Schritt. Wir schauen nochmal bei den Skaven, ob sich hier die Meinung schon etwas verbessert hat. Leider immer noch nicht. Na gut, minus 11 geht also nach unten, das ist nicht so toll. Dann bringen wir euch mal hier rüber. So, irgendwie hier so durch. Dann, wir könnten eigentlich, da wir ja doch relativ schnell hier dann oben sind, was wir machen könnten ist, dass wir hier auch Lager aufschlagen und dementsprechend dann unsere Einheiten generieren, damit wenn wir die zusammenlegen hier, dass die wieder einigermaßen fit sind. So, wir schaffen es leider nicht, in der nächsten Runde Quetzer einzunehmen. Macht aber gar nichts. Wir marschieren jetzt mal hier rüber. Und werden das dann in der nächsten Runde angreifen. Dann wahrscheinlich bekommt er jetzt schon ordentlich Panik. Vielleicht läuft es sogar hier hoch. Das wird ihm aber auch nichts mehr nützen. Ein Held wurde nicht bewegt. Welcher Held? Ah, der ist hier oben erschienen, der Hedwig. Meine Güte, wir bringen den mal ganz hier runter zu unserer... Nee, wobei, wir können den auch... Oh, ich überlege gerade. Er hat hier aktuell gar keinen Helden. Nee, dann werde ich den gleich mal hier mit reinbringen. Er durchwühlt erstmal die Armee. Beutegewinn nach der Schlacht 15% erhöht. Ja, soll er ruhig machen. Ich würde gern so Helden hinzufügen, ohne dass man irgendwelche Aktionen ausführt. Kostet ja auch immer Geld, ne? So, wir haben immer noch 200 Bonus. Wir sparen erstmal das Geld, damit wir später dann in Friedenszeiten schön unsere Ländereien auffüllen können. Da kommt schon wieder der Hall und will irgendwas machen mit uns. Ah, er ist gescheitert. Attentat gegen Kalara hat ausgeführt. So, ein Schuft. So, jetzt bringt er seine Verstärkungseinheiten, die aber normalerweise, denke ich mal, noch nicht voll verstärkt sein dürften nach der letzten Schlacht. Wobei, er hatte nicht so viel Verluste. Schauen uns das gleich mal an. Wir werden ihn trotzdem angreifen. Wir haben 1,5 Armeen. Das muss doch zu irgendwas Nütze sein. Also, die Verteidiger machen wieder nichts. Technologie, Getreidespeicher wurde erforscht. 10% mehr aus Hauptsiedlungskettengebäuden.
Wir haben aber trotzdem nur 217. Bisschen komisch ist. Ah, wobei die Heldeneinheit wird jetzt wahrscheinlich auch nochmal was kosten. Und die frisst quasi unseren Bonus wieder auf. Also, hier drüben, die Verteidiger, die machen wieder mal nichts. Das soll mir ganz recht sein. Und jetzt schauen wir mal. Er hat natürlich alle wieder komplett volle Einheiten. Hätte ich mir auch nicht anders vorgestellt. Quetzer hat ein paar hier. Wir werden trotzdem angreifen. Wir bringen die Einheit hier hoch und werden ein Lager aufstellen. Das ist sehr schwierig hier durch den Sumpf durch. Weil wir sehr viel an Laufweite verbrauchen. Aber wir werden hier ein Lager aufschlagen, damit wir uns etwas erholen jetzt. So, ansonsten, du marschierst mal hier mit rein. Oh, ich sehe gerade, das kostet gar kein Geld. Fantastisch. Dann können wir die Aktion natürlich machen. Und dann bringen wir euch mal schön in Position. Und den Hauptangriff führt natürlich unser Wolfhard durch. Sobald er die Stellung gewechselt hat. So, wir machen das automatisch. Ich will keine Zeit verlieren. Knapper Sieg. Meine Güte, haben wir hier Einheiten verloren, Leute. Was ist denn hier passiert jetzt? Wie schlecht waren die denn jetzt? Okay. Aber dafür sind alle ausgelöscht worden. Seine komplette Armee ist ausgelöscht worden. Das muss ja auch für irgendwas Nutze sein. So, erhalten Rüstung plus 3 Nahkampfabwehr. Wir schauen gleich mal, wer das erhalten kann. Der Gerhard hat den Rettungszauber-Talisman erhalten. Feindseligkeit ist schon wieder gestiegen mittlerweile. Aktuell sollte die Ordnung wieder hier ist sie bei 0 einigermaßen ausgeglichen sein. No greater marksman. Die Kalara kann aufsteigen. Die Kalara bekommt den letzten Punkt der schnellen Hand. Das passt. Was wir machen müssen, ist, wir müssen uns wieder voll verstärken. Das ist aber in einer Runde schon der Fall. Und, oh, wir können ja jetzt hier Spezialeinheiten uns holen. Söhne Sigmars, Schwertkämpfer mit Schild und Todesknechte, Bogenschützen. 38 Geschossschaden, nicht schlecht. Wir nehmen die natürlich. Kostenlose Einheiten, die wir uns schnell holen können. Dann sind wir bei 19. Dann sind wir bei 19 und wir holen uns noch Speereinheiten. Die waren relativ schlecht, ne? Das sind die regulären. Ich würde jetzt aber gar keine Zeit jetzt hier großartig verschwenden. Schwertkämpfer, jetzt pass mal auf, der braucht eine Runde. Zwei Runden. Wir machen das so, wir werden uns die regulären Einheiten holen. Eine Einheit holen. Wir holen uns eine Einheit und machen uns dann gleich hier runter Richtung Axlot bzw. Mund des Kurwirza auf. Und dann geht's Richtung Itza. Einfach, damit ihm die Kohle fehlt, damit er einfach nicht mehr großartig rekrutieren kann. Ich hoffe, die Heldeneinheiten lassen uns einigermaßen in Ruhe. So, wir gehen mal ein bisschen nach vorne. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Hier wird er aber keine Einheit mehr haben. Nee. In Axlot ist doch nochmal einiges an Garnison. Das sollte aber auch kein Problem sein. Müssen wir hier irgendwas reparieren aktuell? Nein, nur aufrüsten machen wir aktuell nicht, weil wir wieder sehr wenig Geld da haben. Und in der nächsten Runde noch weniger. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht gleich losmarschieren. Jetzt pass mal auf, wir machen das so. Ich nehme mal die Rekrutierung raus. Wir marschieren mal bis zu den... Oh, wir können nicht marschieren. Okay. Na gut, dann bleiben wir hier. Füllen unsere Truppen auf. Er muss auch seine Truppen auffüllen. Hätte man eigentlich auch mit Lager machen können, aber er ist ja auch bald aufgefüllt, ne? In zwei Runden. Das heißt, er wird sich wahrscheinlich hier ein bisschen zurückhalten dann. Gut. Ansonsten, du füllst deine Truppen auf und jetzt müssen wir wieder in die Forschung gehen. Am besten wahrscheinlich hier Waffenstärke plus 10% für die Infanterieeinheiten. Einfach damit wir diesen Block der Infanterie gleich mal abgeschlossen haben. Und dann eventuell gehen wir auf die Schützen. Damit die ordentlich Schaden machen. Artillerie ist so Nebeneinheit bei uns. Kavallerie haben wir auch
relativ wenige. Was ist denn hier noch neben dem Getreidespeicher? Handelseinkommen 10% mehr bringt uns wenig. Unterhalt für Ritter. Rekrutierungskapazität erhöht, Forschungsrate erhöht. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht hier, 10%. Nee, wir gehen jetzt erstmal hier auf die verbesserten schweren Waffen. Wir bauen uns unsere Infanterie auf. Ah, mich ärgert ein bisschen, dass wir hier durch die Eroberung schon wieder einen Totenkopf bekommen. Das heißt ja für uns, wenn wir hier unten ankommen, haben wir wieder irgendwie 3-4 Totenköpfe. Je nachdem, wenn wir hier das aufnehmen. Macht es vielleicht mehr Sinn, dass wir direkt nach Itza gehen und die Hauptstadt einnehmen? Ich hätte jetzt ja gesagt. Jetzt, wo er keine Armee mehr hat, ist Itza komplett ungeschützt. Und wenn ich jetzt Itza angreife, dann ist der Bonus immer noch sehr gering. Er hat überhaupt keinen Bonus aktuell. Aber sobald wir dann hier wieder bei 3 Totenschädeln sind, geht es wieder los, ne? Mit der Waffenstärke und der Führungskraft. Und dann holen wir uns zuerst Itza. Wir können das hier oben dann besser verschmerzen, wenn wir die beiden kleinen Städte angreifen. Genau, dann machen wir das so. In der nächsten Runde marschieren wir hier runter. So, Siedlungsverbesserung brauchen wir nicht. Ich hoffe, die Heldeneinheiten lassen mich hier jetzt in Ruhe. Die ziehen sich zurück. Er hat wieder natürlich hier gleich eine Heldeneinheit rekrutiert, weil die KI hat ja Geld zum Rausschmeißen einfach mal zu. Das heißt, wir müssen sofort hier runter und sofort hier angreifen dann. Ah, behindert. Okay, er hat uns die Einheit behindert. Wer kommt jetzt? Unsere Skavenfreunde kommen. Nee, ich kann keinem Krieg beitreten jetzt. Tut mir leid. Das musst du alleine ausfechten. Auch wenn du ein guter Verbündeter bist. Kleines Mäuschen, es hilft alles nichts. Wir haben aktuell selber Probleme genug. Und hier müssen wir uns erwehren. Jetzt muss ich gerade schauen. Der ist jetzt auf unsere Stadt zugelaufen. Steueraufstände. Steuern sind eine Notwendigkeit. Die Öffentlichkeit stimmt leider nicht immer zu. Und so gibt es in dieser Region Unruhen. Was soll mit dem undankbaren Pöbel geschehen? Ein Festtag, öffentliche Ordnung plus 4, alle Provinzen kostet uns 1000 Gold. Für, wie lange geht das? 5 Runden. Oder minus 3, aber dafür mehr Steuern. Ich hätte jetzt doch gesagt, da wir etwas Geld auf der hohen Kante haben, dass wir uns die 1000 Gold leisten und den Festtag ausrufen. Dann bekommen wir nochmal 20 plus. Wir machen das. Und erhalten eine weitere Mission jetzt hier. Feindliche Heldenaktivität, er hat erfolgreich behindert. Siedlung ist belagert. Und der Roderick ist wieder bereit. Wo ist er erschienen, der Roderick? Ist der... Der Roderick. Ist der hier drin irgendwo? Ah, hier oben steht er. Okay, also. Wir können uns hier relativ kurz nur bewegen. Wir bringen euch mal hier rüber. Um euch nochmal aufzufüllen. Damit wir im eigenen Territorium bleiben. Den Roderick bewegen wir auch hier rein. Bekommt hier Kampftraining. Und die Einheit wird auch hier an die Front gebracht. Ich kann mir vorstellen, in der nächsten Runde, dass wir hier noch nicht angreifen können. Wir müssen auf alle Fälle jetzt dann mit ihm hier hochlaufen. Wir schleichen uns mal ein bisschen höher. Die Verstärkung ist aktuell sehr gering hier. Vielleicht, dass wir dann auch einfach Truppen zusammenlegen. Wir haben hier 10 Plätze frei. Hier unten 13 Einheiten. 12 ohne unseren Kommandanten. Dass wir dann irgendwie noch 2 Einheiten zusammenlegen oder so. Irgendwie so werden sie jetzt machen. Wir werden mit 2 vollen Einheiten hier Itza angreifen. Ich hoffe, er kann nicht so schnell jetzt großartig rekrutieren. Okay. So, wie sieht's denn aus? 50% brauchen wir. Covering ground. Camp and forage. Er wird jetzt die Einheiten schon auf sich zulaufen sehen. Er wird sich in die Hosen machen vor Angst. Und genauso soll es auch sein. So, hier oben wird belagert jetzt. Er hat relativ viele Einheiten. Wir werden Xlanhuapec nicht halten können. Das ist natürlich schade, aber
ist egal, das kriegen wir hin. Entweder die Skaven holen sich's und wir holen es uns dann von den Skaven, die mittlerweile hier oben die Vampire ausgelöscht haben. Die sind nur noch hier unten. Wie viel an Siedlungen habt ihr denn noch? 2 noch, okay. So, Clan Spittel. Immer noch nicht. Na, die wollen nicht so wirklich. Die haben nicht so Lust auf uns. Egal. Sollen wir noch was bauen hier? Wir bauen noch nicht. Wir bauen noch nicht. Was wir machen könnten ist, wir können noch lokal rekrutieren aktuell. Weil wenn wir diese Einheiten hier unten zusammenfassen, dann bleibt nicht mehr viel übrig jetzt. Dann bleiben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 übrig. Also eine Einheit oder so wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir uns die noch holen könnten. Eine ganz normale Speereinheit oder so, die dauert eine Runde. Einfach nur als zusätzliche Manpower. Ich will jetzt nicht sagen, als Fleischschild oder als... Oh, hör auf, geh weg! Als irgendwelche Einheiten, die wir einfach nur so nach vorne schicken. Aber ich denke mal, es macht schon Sinn, dass wir hier unsere Truppen komplett ausrüsten. Tools of Judgment ready. So, dann können wir hier aufleveln mit dem Hertwig. Der ist auch schon Stufe 10. Oh, Sigmas Wille ermöglicht Flammenattacken und Unverdorbenheit plus 3. Wir haben ja hier beim Hedwig auf Geschossschaden gemacht. Schleicher. Wie kann der sich, der Baum hier nicht entscheiden zwischen Nahkampf und Fernkampf? Wir gehen mal auf hier. Sigmas Wille ermöglicht Flammenattacken, was auch immer das ist. Und der Roderick kann auch aufsteigen. Der bekommt den vernichtenden Angriff. Wow, Angriffsbonus von 16 auf 30 erhöht. Nicht schlecht. So, können wir denn jetzt hier schon rein? Ich glaube noch nicht wirklich. Sollen wir vielleicht sogar ein bisschen plündern hier noch? Einfach nur, weil wir es können und sowieso eine Runde noch warten müssen. Aber dann sind wir müde, wenn er rauskommt. Aber er kommt nicht raus. Er hat relativ wenig Einheiten hier. Oh, die Skaven kommen auch und greifen jetzt an. Mist. Jetzt wird es nochmal eng. Wir schaffen es leider nicht, hier rechtzeitig anzukommen. Marcus Wolfhard. Ach, das ist ärgerlich. Und die Skaven sich Itza. Dann müssen wir den Skaven den Krieg erklären, die hier unten sind, irgendwo. Oh. Oder? Wie sieht's denn aus? Also mit ihm würden wir hierher kommen. Wir würden hier in die Nähe kommen. Vielleicht reicht es für die Unterstützung. Und mit ihm könnten wir vielleicht auch gleich angreifen. Es geht hier so ein kleiner Knubbel rein. Also es könnte klappen, dass wir gleich angreifen. Okay, ich werde das mal in der nächsten Folge entscheiden, weil wir schon wieder am Ende sind. Aber wir können natürlich Itza jetzt nicht den Skaven überlassen. So sehr wir diese Rasse mittlerweile auch lieben gelernt haben. Aber das geht wirklich nicht. Die Hauptstadt gehört uns.